Ja, wenn man den Pokal vor einigen Wochen gewinnt und jetzt in der Liga wieder gewinnt, dann kann man sagen, wir kommen gerne nach Duisburg, auch wenn das der MSV nicht gerne hören will. Aber wir haben halt die Dinge, die wir am Montag liegen gelassen haben, das wollten wir mit aller Gewalt wieder zurückholen. Und von dem her bin ich froh, dass wir jetzt auch wieder die Ergebnisse liefern. Und ja, sicherlich unsere Angriffe heute perfekt gespielt haben und vor allen Dingen an unserem Vorstand, der gestern Geburtstag gehabt hat, mit dem Spieler mit 3 Punkten vor allen Dingen dann nochmal ein kleines Geschenk präsentieren wollen, den sich alle im Verein so immens reinschmeißen. Und von dem her ist es wichtig, dass die Mannschaft da dann immer wieder Ergebnisse liefert. Ich denke, es war trotzdem ein enger Spiel, hoch zu blöd an bei 6-1. Der MSV hat man gesehen, die kommen mit einem 5-0 aus Bielefeld, voller Selbstvertrauen, mit der unheimlichen Wucht vorne drinnen. Und das war für uns nach den jüngsten Ausfällen, die wir zu beklagen gehabt haben, jetzt auch gestern und heute noch, muss man dann am Ende auf 8 Spieler verzichten. Von dem her bin ich froh, dass es dann trotzdem einigermaßen hingehauen hat, das ganze Spiel. Und wir die Dinge dann trotzdem gut regeln konnten. Alle Spieler, die dann reinkommen sind, haben dann die Dinge eigentlich gut erledigt. Von dem her sieht man auch, wie wichtig dass der Kader ist und dass man einen breiten Kader hat und sich auf alle Spieler verlassen kann und am Ende alle Spieler am Ende auch wichtig sind für die Mannschaft. Das hat man heute besonders gut gesehen. Und ja, von dem her sind wir froh, dass wir heute mit 3 Punkten wieder heimfahren. Es wird eine schwere Woche. Donnerstag geht es gegen Bochum weiter und dann am Sonntag das Derby. Von dem her müssen wir schauen, dass wir heute gut nach Hause kommen, gleich wieder uns erholen und am Donnerstag unserem eigenen Publikum, vor allem im Heimspiel, wieder ein gutes Spiel zeigen können und hoffentlich auch wieder mit einem guten Ergebnis. MSV hat es gut gemacht, deswegen glaube ich, man soll den Kopf in den Sand stecken, auch wenn ein Ergebnis sicherlich wehtut, vor allem in der Deutlichkeit am Ende. Aber man hat das Publikum auch gesehen, die haben die Mannschaft angefeuert bis zur letzten Minute. Ich denke, das ist auch was Besonderes hier. Von dem her Glück auf MSV und meinen Kollegen und dem Vorstand und dem Manager alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Ja, das war genau dieser Unterschied. Ich glaube auch, am meisten, was auch wehtut, ist Chancenverwertung. Man hat auch gesehen, was wir in der Lage sind, nach vorne zu machen, was wir in der Lage sind, zu gestalten. Auch offensiv waren wir heute sehr, sehr stark. Und ich denke auch, wenn wir unsere Chancen vollendet hätten, dann hätten wir auch heute wahrscheinlich Torfestival hier gesehen. Kann das Spiel enden 5-5 oder 6-6. Wie gesagt, Nürnberg war brutal. Aus 5 Chancen machen die 6 Tore. Und ja, dementsprechend haben die am Ende verdient gewonnen. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben auch natürlich sehr viele Chancen kreiert, haben wir aber heute wahrscheinlich zu euphorisch gespielt nach dem Sieg in Bielefeld. Ich sage ja auch absolut seriös, aber nicht sagen wir so euphorisch. Viel nach vorne, haben wir nicht diese Balance gehabt heute zwischen gute offensive Arbeit und Defensive und natürlich auch, wenn man sieht, schon erste Halbzeit, wie wir die beiden Tore bekommen haben, das zeigt, dass wir auch in dem Bereich noch weiterarbeiten müssen und uns verbessern, weil Entstehung erste Tor habe ich auch leider nie gesehen, aber zweite war einfach zu verteidigen und dementsprechend zweite Halbzeit wollten wir auch ähnlich wie im Pokalspiel das machen, dass wir auch Druck ausüben, aber natürlich nicht die dritte Tor kriegen, weil dann wäre auch verdammt schwer für uns. Und durch die überragende Freistoßtor von Löwen war natürlich das Ding fast gegessen. Und trotzdem haben wir versucht, auch weiter nach vorne Chancen zu kreieren, Tore zu erzielen. Und haben wir auch eine Phase gehabt, wo von draußen ist sehr schwer, das alles zu betrachten, weil Torwart liegt am Boden, wir treffen ihn in Brust, dann steht einer von uns in Leertor, dann schmeiße ich einen von Nürnberg und rettet in die letzte Minute und dementsprechend bin ich froh, dass auch Stoppel kam Elfmeter verwandelt hat. Klar, das tut weh, richtig weh, wir haben auch unsere Tordifferenz jetzt verschlechtert und müssen wir auch so schnell wie möglich das Spiel analysieren und 3 Tage später spielen wir in Ingolstadt und müssen wir auch alles, was wir heute nicht gut gemacht haben, besser zu machen. Und beim Stand von 0-5 hat man das Gefühl gehabt, es steht 3-4-0 für euch und ihr seid dabei, in die erste Liga aufzusteigen. Ich gebe dir absolut recht, Dome, und ich sage auch höher Respekt von unseren Fans. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich noch nie erlebt, habe mich riesig gefreut. Und dementsprechend, wir wollen auch nicht nur für uns, auch für unsere Fans, erste Heimsieg in dieser Saison schaffen. Leider haben wir das nie geschafft, aber nochmal, ne, könnt ihr auch ruhig schreiben, großer Respekt von unseren Fans.
Ich dürfte auch heute dabei sein. Schade, dass dieses Ergebnis so zustande gekommen ist. Aber gut, das hat mich nicht so, okay, schon überrascht. Aber ich dürfte auch einmal hier mit Kaiserslautern, haben wir auch damals auf der Seite von Kaiserslautern, haben wir 3-0 geführt und haben wir auch gleiche zum Beispiel Anfeuerung gesehen und dementsprechend freue mich riesig, dass unsere Fans hinter uns stehen und dementsprechend unsere gute Leistung honorieren, weil jeder kennt unsere Fans, unser Umfeld. Wenn wir nicht gut spielen und wenn wir nicht alles geben, dann werden die wahrscheinlich uns nicht applaudieren. Dankeschön.